Ganze ist ja extrem interessant. Man darf jeden Tag etwas Neues machen, man darf mal weichteilen, am nächsten Tag macht man grosse Orte. Und das ist aber genau das, was in unserem Job so attraktiv ist. Man kann sich jedes Mal, jeden Tag für etwas Neues einstellen, man kann seinen Wissenshorizont erweitern. Mit HNO, Gyni, Uro, also wir haben doch recht viele verschiedene Fachgebiete hier in Stans. Alles Gyni, alles Orthopädie. Also Orthopädie sind wir am schärfsten. Ich glaube, das ist so interessant an Stans. Wir sind klein, aber können wirklich auch bei den Grossen mitmachen. Ich schätze das auch. Ich habe vorher in einem sehr grossen Haus geschafft. Ich schätze einfach das Familiäre, das hier in Stans ist. Und ich glaube, das ist genau die richtige Kombination zwischen grossem und kleinem Spital. Wir können beides bieten. Es hat kleinere Operationen, aber es hat auch wirklich grosse und komplexe Sachen, wo man sich wirklich reinsteigern muss und aktiv mitmachen. Und bei uns weiss wirklich jeder, was der andere braucht. Das ist extrem abgespielt aufeinander. Ja, und dann muss man auch sagen, Stans an sich, das Haus ist sehr attraktiv. Wir haben ein schönes, neu umgebautes Spital. Wir in den Leitungsfunktionen schauen wirklich attraktive Dienstpläne machen. Das Work-Life-Balance ist uns sehr wichtig. Also wir gehen die Mitarbeiter ein, wir besprechen vieles miteinander, wir sind nahe bei den Leuten. Und ich glaube, genau das ist das, was uns so ausmacht. Teilzeit ist möglich. Eben die Work-Life-Balance, die es braucht. Also wir haben hier gerade das Stanserhorn neben dem Spital, hinten das Buchserhorn. Ich habe am liebsten den Pilatus eigentlich. Muss jetzt wirklich sagen, ja. Nidwalden ist an sich sehr attraktiv. Ein Touristenort eigentlich, auch mit See, Bergen. Und Stans ist mitten drin gebettet. Also ich will es nicht missen, hier zu arbeiten. Und was wirklich wichtig ist, Stans ist ein super Ausbildungsspital. Man kann die kleinen Sachen machen, man kann die grossen. Man hat am Schluss der Ausbildung einen super gepackten Rucksack. Ja, es ist auch für uns Mitarbeiter mit langjähriger Erfahrung. Es ist immer interessant, mit Auszubildenden zu arbeiten. Man ist selber dann auch wieder ein bisschen gefordert, muss sich ein bisschen vorbereiten und am Senkel nehmen. Aber mir persönlich gefällt das sehr gut. Ich will es nicht missen, hier zu arbeiten. Das ist mein Spital.